Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich kann euch vorweg schon mal sagen, ich habe heute so richtig Bock. Es gäbe nicht viele Dinge, die ich jetzt lieber tun würde, außer absolut alles. Naja, kommen wir zum neuen Video. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schauen wir doch erstmal in den Fun Cup. Ein sehr erfolgreiches Spiel gab es heute. 3:0 ging es aus und damit bin ich jetzt, glaube ich, Zweiter insgesamt. Es könnte sein, dass es jetzt nicht mehr stimmt. Doch, ich bin immer noch Zweiter. 5 Siege, 4 Unentschieden, 0 Niederlagen. Das letzte Team, was hier ungeschlagen ist. Es gibt noch ein weiteres Team, was nur eine Niederlage hat. 2. Es sind 3. Es sind sogar 4 Teams, die nur eine Niederlage haben. Dann war ich mit einem Team ja nah dran. Und ja, es läuft wieder richtig gut. 2 Punkte fehlen mir nur noch bis zum Tabellenersten. Und man muss ja wirklich bedenken, dass ich nach 4 Spieltagen nur 4 Punkte hatte. Von daher bin ich sehr zufrieden mit dem, wie es jetzt hier aktuell läuft. Und ich bin wieder richtig in der Spur. Wer nicht so in der Spur ist, das ist mein Mittelstürmer. Der hat heute nicht so viele Tore geschossen, wie er hätte sollen. Und das ärgert mich natürlich ein bisschen. Also der hätte heute natürlich 5-6 Tore schießen sollen. Und es waren, glaube ich, am Ende dann 2 geworden. Und das war natürlich zu wenig. Trotzdem läuft es gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt die gesamte Saison bewertet. Denn er hat jetzt Stärke 7 und das mit 17 Jahren, also ein richtig starker Spieler und logischerweise einer der Besten der Generation. Er ist nicht der Beste der Generation, das kann man jetzt natürlich noch nicht wirklich ausmachen. Er könnte der Beste der Generation sein, ist aber unwahrscheinlich, da es einen Mittelstürmer gibt, der mehr Tore geschossen hat als er. Und es ist natürlich naheliegend, dass dieser auch insgesamt mehr AWP hat, weil er dadurch natürlich mehr EP hat. Mein Spieler hat, glaube ich, 4 Spiele mehr gemacht, aber der Einfluss von lediglich Spielen ist natürlich nicht so hoch wie der Einfluss von vielen Toren. Und ich glaube, uns trennen mittlerweile 8 Tore, das wären 40 EP. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass wenn man Spiele mehr macht, dass man dann insgesamt weniger TP bekommt, weil Spiele verbrauchen frische Punkte, hat man weniger frische Punkte, kann man weniger trainieren, hat man weniger Trainingspunkte. Das nur am Rande, das wollte ich euch sagen. Ja, ich habe euch ja gesagt, es gibt ein neues Format und das möchte ich euch heute jetzt mal vorstellen. Ganz kurz noch vielleicht am Rande, ich habe mein Mikrofon ein bisschen umgestellt, euch wird die Stimme vielleicht etwas fremd klingen, aber ich möchte nicht mehr so rumschreien bei meinen Videos. Es könnte sein, dass sich da der ein oder andere hier beschwert hat, dass ich ein bisschen rumschreie bei meinen Videos. Es könnte aber auch sein, dass ich das komplett eigenständig quasi mache, dass mir das aufgefallen ist, dass ich rumschreie. Wie gesagt, es könnte auch durchaus sein, dass sich da der ein oder andere beschwert hat. Was ganz normal bleiben wird, ist, dass jetzt erstmal der Fun Cup weiter von mir begleitet wird und natürlich sind auch die Teamchecks. Aber jetzt kommen wir zum ersten neuen Kriterium, was mir wichtig ist. Wir werden jeden Tag wetten. Das hatte ich eigentlich schon früher mal versprochen. Es gab auch, glaube ich, die ein oder andere Wette. Aber insgesamt ist das sehr kurz gekommen und jetzt soll also richtig gewettet werden. Also wir werden quasi Risiko, Wetter, wie Sturm, Warnungen oder so. Und lesen uns jetzt erstmal die Wettstatistiken und Ranglisten durch. Eine Quote von was? Eine Quote von 1000. Und er hat gewonnen. Was? Das ist ja unglaublich. Was? Hier hat jemand 1500 Euro gesetzt und 1,5 Millionen Euro gewonnen. Das ist ja mal krass. Wow, ich bin begeistert. Wie kann man denn so einen Wettschein abgeben und damit gewinnen? Was hat der denn gemacht? Er hat 15 Spiele getippt und hat einfach mal gewonnen. Was zur Hölle? Ich bin gerade ein bisschen begeistert. Mal sehen, er hat hier auf die bessere Quote getippt, hier auf die bessere Quote getippt, hier auf die bessere Quote, auf die bessere Quote, auf die bessere Quote, auf die bessere Quote, auf die bessere Quote. Also komplett immer auf die bessere Quote, hier einmal nicht. Vielleicht hat Kidzocker den besseren Torwart und den besseren Stürmer. Sieht so aus nach guten Stürmern, zumindest sieht es aus. Der Torwart ist jetzt nichts Besonderes. Tatsächlich. Wobei, wie hat der denn hier Stärke 224 gehabt? Das scheint noch ein bisschen länger her zu sein. Naja, ganz egal. Ich bin gerade ein bisschen begeistert, wie er diesen Wettschein hier durchbekommen hat. Diese 1,01 Wette war irgendwie unnötig, weil die einfach mal gar nichts verbessert. Aber okay. Und wir könnten mal noch schauen. Top-Gewinne der Saison. Aber das sind
hier sind die Top-Quoten. Aber der Top-Gewinn ist auch ziemlich klar, dass das hier die 1,5 Millionen sind. Ich würde sagen, wir tippen mal 3 Spiele, weil sonst ist das Ganze mir ein bisschen viel. Wir tippen jetzt einfach mal hier drauf, wenn er einen guten Torwart und einen guten Stürmer hat. 16er Torwart, 18er Sturm, also er spielt mit 3 Stürmern. Und hier haben wir einen 13er Torwart und einen 16er Sturm. Finde ich legitim, hier zu tippen. Dann machen wir mal noch die 1,77, wenn der jetzt hier einen guten Torwart hat und einen guten Stürmer. Guter Torwart ist gegeben, guter Stürmer ist auch gegeben, das gefällt mir. Wie sieht's hier aus? Oh, der Stürmer ist auch ganz gut. Ich würde sagen, dann lassen wir es jetzt sogar so. Und wir setzen natürlich hier den vollen Betrag und könnten 5.000 Euro gewinnen. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir tippen mal noch ein Spiel. Gut, das ist ganz okay. 13er Torwart, 12er Stürmer. Oh, dann will ich hier sogar auf den Schwächeren tippen, weil er einen sehr guten Torwart hat, einen sehr guten Stürmer. Jetzt wären wir hier bei 14.000. Das ist ja immer noch gar nichts. Das lohnt sich ja gar nicht, den Wettschein abzugeben. Naja, wir machen es mal. Das wäre unser erster Gewinn, also warum nicht? Den geben wir jetzt mal ab. Und jetzt kommen wir zum Teamcheck. Das soll auch ein bisschen anders laufen. Ich habe euch ja gesagt, das Format wird umgestellt. Ich möchte auch einfach mal ein bisschen mehr die Teams an sich vorstellen. Also gar nicht jedes Mal das Gleiche machen. Hier seht ihr, die Spieler wurden gekauft, die Spieler wurden gekauft. Das werden wir nur machen, wenn es wirklich interessant ist. Und ansonsten werde ich auch viel mehr jetzt hier mal darauf eingehen, wer das hier vielleicht überhaupt ist. Also wir schauen uns das Ganze mal an. Gegründet wurde der Verein in Saison 169. Letzter Login am 26. Spieltag, also er hat heute noch nicht mitbekommen. Coach Reuter, er hat einen Altersschnitt von 19,0, ist also noch nicht lange dabei. Und wir schauen uns mal seinen Kader an. Viele junge Spieler, er setzt also auf die Jugend, genauso sollte man das am Anfang machen. Er hat ein Stadion namens Stadion, da kann ich natürlich auch nicht viel dazu sagen. Also vielleicht gibt eurem Stadion mal einen coolen Namen. Für alle, die noch einen Teamcheck bekommen, damit ich auch so ein bisschen das hier in das Format dann mit einbauen kann. Und natürlich sind dann auch Vereinsseiten und so sehr erwünscht. Ich weiß, viele wollen kein Pluspaket kaufen, verstehe ich auch vollkommen. Aber wenn ihr Bock habt auf sowas, dann gebt mir einfach mal Bescheid. So, das war's im Prinzip jetzt schon. Also ihr seht schon, ich gehe wirklich nur darauf ein, wenn was wichtig ist, wenn etwas sehr negativ auffällt. Und ansonsten stelle ich das Team einfach nur vor. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie gesagt, wenn es sehr interessant ist, werde ich auch noch die Transfers vorstellen. Das ist mir natürlich dann auch noch wichtig. Und jetzt habe ich mir noch eine letzte Sache überlegt. Und zwar wollen wir uns so ein bisschen die Spielerwechsel anschauen. Weil ich das auch eigentlich recht interessant finde. Und weil da auch jeden Tag was Neues passiert, kann man sich das eigentlich immer anschauen. Und ich kann euch zeigen, was ich vielleicht interessant finde an solchen Spieltagen. Und den 26. Spieltag fand ich jetzt etwas interessanter. Beispielsweise so ein Spieler ist für mich sehr interessant. Warum ist so ein Spieler für mich sehr interessant? Weil ich einen ähnlichen Spieler hatte und man jetzt hier sehr gut schauen kann, ob ich meinen Spieler vielleicht zu günstig verkauft habe. Dieser Spieler hat am 18. Spieltag mit 24 Jahren Stärke 13 erreicht und ist für 200.000 Euro verkauft worden. Ich habe einen Spieler verkauft, ebenfalls für 200.000 Euro. 200.000 Euro, ne? Wahrscheinlich für 200 Millionen Euro, meine ich natürlich. Und dieser Spieler hat Stärke 12, ist 23 Jahre und wird am 0. Spieltag, also 18 Tage früher, mit 24 Jahren dann Stärke 13 erreichen, ist also definitiv besser und wurde für den gleichen Preis verkauft. Deswegen sagt mir das Ganze, dass ich hier vielleicht ein bisschen teurer hätte verkaufen können. Grüße gehen an dieser Stelle nochmal an Bezirksblatt, der mir den Spieler abgekauft hat, der mir auch sehr viele andere Spieler abgekauft hat. Deswegen gehen da definitiv nochmal Grüße raus. Er hat den Spieler für sein Stammteam gebraucht, weil er offensichtlich nicht den besseren Stürmer bekommen hat. Sehr interessant war nämlich am 23. Spieltag, dass da gleich zwei Spieler der gleichen Generation gewechselt sind. Zwei Mittelstürmer. Jetzt habe ich den falschen Spieltag ausgewählt. Und einer für 300 Millionen, der andere für 200 Millionen. Hier seht ihr schon, ein Mittelstürmer der gleichen Generation, eine Stärke besser. Das ist natürlich schon ordentlich viel besser. Der ist für 300 Millionen gewechselt und meiner immerhin noch für 200 Millionen. Da habe ich noch einen ganz leichten Gewinn mitgemacht, aber der wurde natürlich auch ordentlich gefördert, deswegen eigentlich quasi nichts mehr mit verdient. So, bewertet gerne mal das Video. Wie fandet ihr es heute?
schreibt noch ein paar Ideen mit rein. Das mit dem Intro, das weiß ich natürlich, ihr würdet gerne ein Intro sehen, das würde ich natürlich auch gerne machen. Aber wie gesagt, da gibt es ein paar Probleme mit, weil das müsste ich jedes Mal davor schneiden und dann könnte ich die Videos nicht so locker am Abend oder am Morgen einfach mal noch so zwischendurch machen. Und dann wären die Videos quasi sehr viel Arbeit. Und das Intro wird es definitiv geben, wenn ich nochmal so ein Spezialvideo mache. Und ansonsten werden die Videos erstmal ohne Intro bleiben. Ich verstehe, dass ihr gerne ein Intro sehen würdet, aber wie gesagt, das ist meine Begründung dazu. So Leute, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es heißt Let's Play OFM.